Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir den Arena-Leiter hier fertig gemacht, nach langer Zeit endlich. Ich habe hier schon das ein oder andere Lustige in den Kommentaren deswegen lesen können. Wie immer verwechsel ich erstmal die Tasten. Ich wollte nämlich eigentlich auf die Karte gehen. Unser nächstes Ziel für heute wäre nämlich die Straße der Sterne, das hier. Lege ich mir direkt als Zielort fest. Und da kommen wir, glaube ich, auch relativ schnell hin. Was ist da gerade rumgeflitzt? Dich habe ich nicht. Ach, ein Koriogel. Du bist aber sehr kurios. Dich beiß ich erstmal. Und noch einmal. Das hat nicht funktioniert, mein liebes Koriogel. Aber weißt du, was funktioniert? Mein Pokéball. Ich habe übrigens nach der letzten Folge bei dem Laden hier noch eingekauft. Und der hatte Netzbill, da habe ich mir mal 4 gegönnt. Oh, hat sogar instant geklappt diesmal. Und Lokoko hat ein Level Up. So, wir haben Koriogel, das Tanz-Pokémon, gefangen. Dieses Koriogel hat roten Nektar geschlürft. Mit seinen feurigen Tanzschritten lässt es lodernde Flammen aufwirbeln. Ach, es gibt ja auch verschiedene Koriogels, ich erinnere mich. Nein, Schlupuk, bleib doch da! Ich sehe auch irgendein Maus-Pokémon auf der Karte. Ach, hier ist dieses Cavaloro. Das hatten wir bei dem einen Pokémon-Kampf mal kennengelernt. Die gebe ich einen Giftzahn. Pokémon Center ist ja direkt hinter mir. So, jetzt soll ich dich fangen können. Wenn nicht, fällst du K.O. um. Komm, geh in den Ball. Ja, braves Cavaloro. Wieder ein neues Pokémon. Das natürlich die liebe Noir vorlesen darf. Aber natürlich über den Pokédex. Hallo, hier haben wir Cavaloro, das Sittich-Pokémon. Schwärme mit blauem Gefieder betrachten ihre Artgenossen mit grünem Gefieder als Rivalen, da diese den größten Einfluss haben. Ja, danke Noir fürs Vorlesen. Ne? Ich bin jetzt schon mal hier zur Stadt gegangen und habe mein Pokémon eben kurz geheilt. Ja, wir wollen jetzt hier ja zur fiesen Gesellschaft hier und dem mal eine mitgeben. Dafür müssen wir einmal hier durch die Stadt. Boah, der Turbo. Aua. So, hier hinten müsste es sein. Die östliche Zone. Ich bin in einen Schuppet reingefahren. Oh, die Kampfmusik ist hier ein bisschen anders. Ich wusste, dass es sehr effektiv ist. Ich wollte den Kampf jetzt schnell beenden. Ich fange das Vieh aufs Gehen. Oh, da ist dieses Maus-Pokémon. Das will ich auf jeden Fall jetzt fangen. Es ist sogar eine Doppelmaus. Sweeps heißt das einfach mal. Ihr seid doch bestimmt vom Typ normal. So, dann mache ich noch Säurespeier. Dich fangen wir nämlich.
So, ab in den Ball mit dir. Da oben ist was lang geflitzt. Oh, was für ein süßes Pokémon. Das sieht wahrscheinlich nach der Entwicklung nicht mehr so knuffig aus. Sweeps, das Paar-Pokémon. Die beiden sind unzertrennlich. Finden sie Futter, teilen sie dieses in zwei identische Hälften, ehe sie es zu fressen beginnt. Oh, die sind so süß. Die sind einfach mega knuffig. So, hier einfach weiter. War wahrscheinlich ein Choreoge, was hier lang geflitzt ist. Wir haben den Sonnentag gefunden. Was bist du denn für einer? Jetzt in mein Team? Leufeo. Ach, ich weiß, von welchem Teil der war. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte nicht flüchten. Einfach direkt nochmal den Pokéball werfen. Ich belästige es. So. Giftzahn erstmal. Aua. Dann halt Biss. Au! Du machst Schaden. Ich wollte gerade sagen, hat Bodycheck nicht normalerweise einen Rückstoß? Das müsste doch funktionieren. So, erstmal beleben wir aber unser Sprox hier wieder. Das Ding hat wahrscheinlich gerade nur Normalattacken und kann mich deswegen nicht angreifen. Aber kommt mir gelegen. Jetzt kannst du dich nicht wehren. Ja, ich habe einen Leufeo gefangen. Und Sprox hat ein Level Up. Leufeo, das Junglöwen-Pokémon. Je mehr ein Leufeo seinen Körper und Geist im Kampf gegen starke Gegner hält, desto heißer wird seine Mähne. Sehr schön. Ein knuffiges kleines Pokémon. Ich will da runter. Okay. Ja, da wollen wir auch rein. Genau. Hm? Kenne ich dich? Leval. Ist das so? Sind wir Kumpel? Okay. Okay. Da wollen wir mal nicht weiter nerven, ne?
Okay, wir müssen in dieses Versteck eindringen. Aber die werden uns doch nicht einfach so reinlassen. Ah, okay. Du lass uns doch rein, wenn wir Stress wollen. Das klingt doch nach einer guten Seite. Nach einer guten Sache. Okay. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell eigentlich ein Mitglied von denen ist. Ach so, das ist der Direktor. Boah, ich bin so blöd, ey, dass ich den nicht erkannt habe, den Typ. Na gut, dann legen wir uns jetzt mit der Wache an, ne? Ich weiß, dass hier Team Star ist. Ich kehre nicht um. Ja komm, zeig doch, was du kannst. Ein Hundus, doch, wie süß. Soll ich dir zeigen, welches Pokémon ich habe? Ich hätte mir eigentlich denken können, dass sie mit Feuer-Pokémon kämpfen, wenn da vorne schon so ein Plakat mit Flammen ist. Irgendwie ist sein Angriff nicht sehr effektiv, aber ich habe das Gefühl, dass meiner sehr effektiv sein wird. Nein, wechsle nicht mein Pokémon. Na gut, Riolu, du bist auch gut geeignet hierfür. Vakuumbälle! Das war kein schlauer Schachzug von dir. Du bist einfach nur schwach. Yep. Ciao. Nee, klappt schon. Ach, das kleine Ding. Ist das dein Pokémon? Nein, lauf nicht los. Oh, Cassiopeia ruft wieder an. Ja, der war easy.
Ist doch gut, wenn sie keine gute Laune hat. Okay. Ich würde sagen, wir tun Sedi-Salz an die Spitze vom Team. Und Riolu knapp dahinter. Die anderen drei haben in dem Kampf nicht wirklich was zu melden. Leider Gottes. Wenn ich da klinge, dann fängt da der ganze Stress an. Deswegen würde ich sagen, machen wir das erst beim nächsten Mal. Ich weiß, der Part ist dadurch ein bisschen kürzer als sonst, aber ich denke mal, dass allein der ganze Schmarrn da drin 20 Minuten mindestens dauern würde. Also ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!